Hallo, da sind wir wieder. Folge 14 MJ Update. Heute gibt's News und wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, dann einfach dranbleiben. Hallo zusammen. Ja, hier sind wir bei MJ Update Folge 14. Schön, dass ihr immer noch dabei seid und wenn ihr neu da seid, ja, herzlich willkommen. Ich weiß, dass sich gerade über den Sommer ganz viel getan hat, denn einige meiner Folgen haben einen neuen Run erlebt, gerade ab Folge 10. Das ist ja die Folge, wo ich über mein erstes Michael Jackson-Erlebnis erzähle. Michael Jackson im Phantasialand und hier in Köln. Und auch die Folgen danach, die kamen, haben auch besonders viele Abrufe erlebt. Und über den Sommer habe ich einen neuen Meilenstein erlebt, und zwar 800 Follower hier auf YouTube. Damit wächst und gedeiht dieser Kanal immer weiter und immer mehr Michael Jackson-Fans schließen sich hier an. Und ja, ich habe ja diesen Kanal ausgebaut zum reinen Michael Jackson-Kanal. Die anderen Themen, die verschwinden langsam. Das heißt, ich bin ja auch ein Konzertfan. Ich habe einen zweiten Kanal, wo die ganzen Konzertvideos gelandet sind und die verschwinden hier langsam. Und Michael Jackson steht hier auf diesem Kanal im Fokus. Ja, und all die mich neu entdeckt haben, herzlich willkommen. Ja, das nochmal ein bisschen Eigenwerbung und guckt euch auch gerne nochmal die alten Folgen an. Da gibt es noch ein paar, die noch nicht ganz so viele Abrufe haben wie die Folge 10, 11, 12 und 13. Aber da gibt es auch interessante Themen, zum Beispiel Remixe über das Say 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 Remix, den Kaigo dieses Jahr neu veröffentlicht hat, habe ich eine ganze Folge gemacht und das war auch ziemlich viel Arbeit, da zu recherchieren und die ganzen Remixe zu besprechen. Da lohnt es sich nochmal reinzuschauen. Vielleicht interessieren euch Remixe ja auch nicht und deshalb habt ihr euch die nicht angeschaut. Naja, wer weiß. Ja, ich mache auf jeden Fall weiter. 14. Folge. Heute haben wir ganz viele News oder habe ich ganz viele News für euch dabei. Und wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, ich habe es gerade schon im Trailer angekündigt, noch ein bisschen dranbleiben. Am Ende der Folge gucken wir hier gemeinsam rein. Und ja, ich habe eine Ahnung, was da drin sein könnte. Es ist schon eine Weile her. Aber da gucken wir gleich mal zusammen rein, ob meine Ahnung da auch wirklich richtig lag. Kommen wir jetzt zu den News, die ich euch mitgebracht habe. Ich habe hier alles vorbereitet. Und ja, machen wir nochmal einen kleinen Rückblick zur letzten Folge. Da habe ich euch ja erzählt oder berichtet, welche Happy Birthday Michael Jackson Celebrations stattgefunden haben. Da habe ich ja auch über die Zephyr, also die offizielle Michael Jackson Blue Zephyr Birthday Celebration aus Las Vegas schon berichtet. Da gab es ja ein Video, da habe ich ein Interview mit Miles Frost, hat dort stattgefunden und das MJ One Team hat zu Dangerous ja einen Tanz vorgeführt, eine Choreografie gemacht. Aber was ich beim letzten Mal noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt ist, dass auch seine Söhne, Prince Michael Jr. und Biggie Blanket Jackson, sein zweiter Sohn, die waren auch dabei. Das heißt, die Familie, die eigenen Söhne haben das mit unterstützt. Und die waren auch in einigen Interviews zu sehen. Paris Jackson, die hat zu der Zeit in Colorado ein Konzert gegeben und hat auch auf der Bühne erzählt von ihrem Geburtstag und von ihrem Vater. Und im Nachhinein, nach dem Geburtstag, gab es ein paar Meldungen, dass Paris auf ihren sozialen Medien oder Instagram und so weiter keinen offiziellen Geburtstagsgruß an ihrem Vater losgetreten hat. Und einige haben das schon wieder negativ bewertet, warum sie das nicht macht. Deshalb hat sie einen Tag später auch noch eine Rechtfertigung nicht gegeben. Sie hat einfach nur eine Klarstellung gegeben und gesagt, hey, das ist mir egal, was ihr denkt. Ich mache, was ich will. Ich gedenke meinen Vater so, wie ich das gerne hätte. Und wenn ich da mal an seinem Geburtstag auf meinen Social-Media-Kanälen keinen Geburtstagsgruß sende, hat das nichts zu bedeuten. Und ich denke immer an meinen Vater und ich muss nicht die sozialen Medien haben, um an meinen Vater zu gedenken. Und hat auch nochmal den Ball in die andere Richtung gespielt. Wenn ihr
an meinen Vater gedenken wollt, macht Dinge, die mein Vater wertgeschätzt hat. An die Umwelt, an Hilfsorganisationen, Spendenaktionen. Das ist der Gedanke, wofür ihr Vater stand. Und hat dort eben klargestellt, dass sie natürlich an ihren Vater, an seinem Geburtstag gedacht hat. Aber sie braucht nicht die sozialen Medien, um da jedes Jahr immer drauf hinzuweisen. Ja, das ist Paris. Und die Geschwister von Michael haben auch auf ihren verschiedenen Kanälen Geburtstagsgrüße an ihren Bruder übermittelt. Auch der offizielle Jacksons-Kanal gab es Geburtstagsgrüße. Und es gibt eine ganze Reihe von Videos rund um Michael Jacksons Geburtstags-Celebrations. Und da kann ich euch eine Zusammenstellung von Jackson.ch, der Internetseite, empfehlen. Ich verlinke euch das hier in den Community-Bereich rein, wenn ihr hier unten klickt. Da werdet ihr den Link finden. Da gibt es eine ganze Reihe, sehr gut zusammen recherchiert, alle relevanten Videos. Wenn ihr auf der Seite seid, habt ihr alles zusammengetragen. Und ich habe noch von einer weiteren Michael Jackson Party habe ich am Freitag gehört, also jetzt vor kurzem erst, und zwar im Michael Jackson Podcast. Dort hat eine Zuhörerin, Ines, von einer Michael Jackson Party in den Niederlanden, in West war das, glaube ich, berichtet. Und da gab es eine richtig schöne Michael Jackson Geburtstagsparty mit vielen Fans. Und da gab es auch Live-Programm, Essen, Tombola. Und das ist so die einzige Michael Jackson Party, von der ich gehört habe, die hier so in Europa stattfand. Selbst aus England habe ich nichts gehört, aus Frankreich habe ich nichts gehört. Damit bleibt diese Party die einzige große Michael Jackson Party, organisiert vom niederländischen Fanclub. Biopic News, da gibt es auch wieder was Neues. Und zwar der Regisseur Antoine Fuqua, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, war bei Good Morning America zu Gast und hat eben über den bevorstehenden Film über Michael Jacksons Leben berichtet. Und er hat klargestellt, der Film wird alles zeigen, auch die Skandale. Also er wird alles so darstellen, wie er, aber auch Graham King, der ausführende Produzent, die Fakten kennen. Also es wird ein faktenbasierter Film sein, wo Michael Jacksons Leben erzählt wird. Auch auf die Skandale wird geblickt. Und da gab es jetzt wieder geteilte Meldungen, wie das zu interpretieren sei, dass da auch die Fakten präsentiert werden. Ich gehe davon aus, weil auch Michael Jacksons Familie damit involviert ist, auch Prince Jackson, sein eigener Sohn, ist ja mit dabei gewesen, der auch gerade in einem neuen Interview mitgeteilt hat, dass er das Skript gelesen hat und auch das sehr positiv bewertet hat. Er sagt, das Skript ist die authentischste Darstellung seines Vaters, die er je gelesen hat. Das spricht wiederum dafür, dass das wirklich ein guter Film wird. Und wenn die ausführenden Produzenten und der Regisseur Michael in der Biografie so darstellen, wie die Fakten es sagen, dann gehe ich davon aus, dass das hoffentlich auch ein Film ist, der die Fakten so zeigt, wie sie auch wirklich bekannt sind. Und damit wird Michael sicherlich in ein positives Licht dargestellt. Unterstützt wird das eben von seinem Sohn. Und ich glaube auch, dass das wirklich ein guter Film wird, der uns da präsentiert wird. Ja, wo wir gerade bei Prince Jackson sind, er war bei Hotbox, das ist ein YouTube-Podcast, zu Gast. Und dort war auch Mike Tyson mit ihm zusammen in der Sendung. Und da hat Prince Jackson eben erzählt, dass er das Skript gelesen hat und es für die authentischste Darstellung seines Vaters hält, die er je gelesen hat. Zusätzlich philosophiert Prince Jackson noch ein bisschen über die AI-Technik, also die künstliche Intelligenztechnik, die ja aktuell immer mehr eingesetzt wird. Und gerade hier auf YouTube, auf den sozialen Medien, gibt es immer mehr Fans, die eben diese AI-Technik verwenden, um Michael Jackson Songs zu vervollständigen, wo Michael Jackson vielleicht auch ein anderes Lied bekommt und dann hört man ein bekanntes Lied auf einmal mit der Stimme von Michael Jackson. Ich glaube von Rick Astley, Never Gonna Give You Up, da gibt es auch eine Michael Jackson AI-Version. Und ja, Prince Jackson hat in dem Interview gesagt,
Er hat die nicht völlig abgetan, diese Technik, aber er hat gesagt, ja, diese AI-Technik wird es nie hinbekommen, die Emotionen und den Klang oder die Tiefe seiner Stimme und so detailliert wiederzugeben, wie sein Vater eben geklungen hat. Und das ist ja auch schon mal eine ganz interessante Darstellung, wie er dazu steht. Ich persönlich weiß noch gar nicht, wie ich das finde. Ich kann damit aktuell noch nichts anfangen, wenn irgendwo ein AI-Song unterwegs ist von Michael Jackson. Ich habe mir ein paar Sachen angehört. Ich sag mal, gut, interessant. Aber so ein richtiger Fan bin ich davon noch nicht. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Und im gleichen Interview war auch Mike Tyson zu Gast. Und Mike Tyson hat in dem Interview auch erzählt, dass er bei Prince Jacksons Vater, also bei Michael, auch mal Gast auf der Neverland Ranch war. Ich glaube, mehr Einzelheiten hat er da nicht erzählt. Und er gab auf jeden Fall wieder, dass er auch zu seinen Lebzeiten da schon mal Gast war damals. Ein weiteres sehr bemerkenswertes Interview hat wieder auf YouTube stattgefunden, in einem Podcast von dem YouTuber, da muss ich ablesen, Zakharatschuk. Ich weiß überhaupt nicht, wie das ausgesprochen wird. Zakharatschuk Presents heißt die Sendung, und zwar Sam Emerson hatte ja ein Interview. Also Sam Emerson hat ihm ein Interview gegeben. Sam Emerson kennt man als Fotograf, und zwar hat er Michael Jackson eine ganze Zeit lang begleitet auf all seinen Reisen und Tourneen. War Sam Emerson dabei? Er war so, ich muss hier einmal gucken. Er war bei Michael Jackson in Rom, in Japan. Er war in the Closet Set. Er war im Disneyland, Japan. Pepsi-Werbespots war er immer dabei. Meeting mit Prince Charles und Diana. Mit Slash zusammen. Das Badcover hat er gemacht. In Hongkong. Und. Die Liste ellenlang. Es ist ein anderthalbstündiges Interview. Und Sam Emerson erzählt in diesem Interview von seiner ganzen Zeit. Es geht eigentlich anderthalb Stunden nur über Michael Jackson, und er berichtet sehr emotional, sehr persönlich, sehr respektvoll über die Zusammenarbeit mit ihm. Und das Interview, ich habe da einmal reingeguckt, und auf einmal waren anderthalb Stunden um. Also das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ein wirklich interessantes Interview mit vielen kleinen und tollen Geschichten, wie er Michael Jackson erlebt hat. Da gibt es auch die Geschichte, dass er, wie er dieses Foto gemacht hat, wo Michael Jackson in Japan mit den Kindern zusammen ist, die alle diesen gelben Hut aufhaben. Oder erzählt von dem Badcover-Shooting, dass das gemacht wurde, was letztendlich eines seiner erfolgreichsten oder meist abgedrucktesten Motive war. Oder wie er mit der Polizei von, ich glaube, Chicago zusammen ein Fotoshoot hatte, was dann letztendlich von der Zeitschrift als Foto des Jahres 1984 gekürt wurde. Und er war über 20 oder 25 Jahre mit ihm zusammen. Auch beim The Way You Make Me Feel Video war er dabei. Also man kann davon ausgehen, wenn ihr irgendwo Michael Jackson Fotos seht, die Wahrscheinlichkeit, dass er die Fotos gemacht hat, ist sehr hoch. Also ein sehr bemerkenswertes, tolles Interview. Kann ich euch nur empfehlen. Eine ganz aktuelle News, und zwar die Black American Music Association hat jetzt gerade am Wochenende verkündet, dass sie den Michael Jackson Icon Award einführen. Und zwar geht der zukünftig an Künstler oder Künstlerinnen, die herausragende Persönlichkeiten in der Kunst, in der Musiklandschaft oder in der Kreativität sind oder diese geprägt haben. Das ist also eine Preisverleihung, wo es zukünftig einen Preis gibt, der nach Michael Jackson benannt wurde. Eine Meldung vom Anfang August, die ist schon was her. Und zwar Lisa Mary Presleys Tochter, Riley Q, ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus, hat in der September-Ausgabe der Vanity Fair ein Interview gegeben. Und in dem Interview hat sie auch über die Zeit geredet, als ihr Stiefvater Michael Jackson war. Und sie berichtet in dem Interview, dass Neverland immer ein Zuhause war und Graceland ist das Anwesen von ihrem Großvater, Elvis Presley, war immer ein Museum für sie. Neverland war in meiner Kindheit ein wirkliches Zuhause, berichtet sie. Und sie, rückblickend geht sie auch auf die Emotionen ein und berichtet,
Von außen betrachtet war mein Leben für andere bestimmt verrückt, aber es war mein Leben, in dem ich gelebt habe. Und für mich war das eben mein Leben. Und sie erzählt auch weiter, dass sie Michael, ihren Stiefvater, sehr geliebt hat. Sie hatten eine tolle Beziehung. Und sie erzählt weiter, dass sie glaubt, dass ihr Großvater Elvis und Michael, ihr Stiefvater, beide auch gleiche Ziele hatten. Sie hatten das Ziel, Menschen glücklich zu machen und das in die Welt zu transportieren. Und damit hat sie auch sich hinter ihren Stiefvater gestellt, hinter hinter Michael Jackson und hat ihn da auch wieder sehr positiv dargestellt. Auf Social Media ist gerade eine Fanaktion im Umlauf, und zwar zu Halloween wird versucht, Michael Jackson Thriller Video auf 1 Milliarde Abrufe zu bringen auf YouTube. Thriller for 1 Billion heißt die Aktion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, das Ziel, da mache ich natürlich mit, guckt Thriller, damit es zu Halloween auch die 1 Milliarde Grenze überschreitet. Das ist möglich. Ich habe mir gerade eben nochmal die Zahlen angeschaut. Das liegt gerade bei 930 Millionen Abrufe. Dass jetzt bis Ende nächsten Monats die 1 Milliarde Grenze geknackt wird, ist sehr wahrscheinlich. Daumen drücken. Und das führt uns auch zu Beat It, weil Beat It habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Da war es, glaube ich, bei 970 Millionen. Jetzt ist es bei 980 Millionen. Also, ich glaube, das wird es in den nächsten 2-3 Wochen auch schaffen, die 1 Milliarde Grenze zu erreichen. Beat It und Thriller liegen ja beide auch in 4K-Qualität, also HD-Qualität vor. 4K weiß ich gerade nicht, aber zumindest HD. Und daher kann man die Videos auch in bester Qualität sich anschauen. Und auf michaeljackson.com gibt es neues Merchandise, und zwar wieder Thriller 40, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Thriller Merchandise. Neue T-Shirts, Pullis, Hoodies, Cappies und eine wunderschöne Tasche, die man für $75 kaufen kann. Eigentlich so ein ganz normaler Beutel ist das, so ein Stoffbeutel, wo ein Thriller-Logo drauf gedruckt ist. Und der wird für $75 verkauft. Da frage ich mich doch, was ist da los? Also von dieser Bag, also von dieser Tasche abgesehen, die T-Shirts und Hoodies, die sehen eigentlich ganz okay aus. Da vom Design her, ja, sind die ganz nett. Aber diese Tasche für $75, na, weiß ich nicht, ob das so fanfreundlich ist, dass man das anbieten muss zu diesem Preis. Aber die ist auch Limited Edition. Vielleicht ist das ja der Grund. Also ich weiß es nicht. Ich werde sie mir nicht kaufen. Bei den T-Shirts habe ich auch noch nicht zugeschlagen. Aber guckt mal rein, vielleicht ist ja das ein oder andere Shirt oder was auch immer für euch dabei. Jetzt gucken wir aber erstmal hier rein. Also, ich habe mal wieder was bestellt. Was mag hier drin sein? Oh, 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 da sehe ich es schon. Tada! Die neueste Funko-Pop-Figur von dem Thriller-Album. Das ist die Album-Edition von Funko-Pop. Das ist die Nummer 33. Und ja, die beinhaltet das Thriller-Album. Hier hinter mir seht ihr die Bad-Edition. Die habe ich beim letzten Mal ja schon gezeigt, beim vorletzten Mal. Und ja, jetzt geht's munter weiter. Nach Bad kommt die Thriller Edition. Und ja, die gefällt mir. Mal einmal ein bisschen genauer anschauen. Ach, guck an. Thriller, also Michael Jackson liegt hier und hat auch den Tiger bei sich auf dem Bein. Wenn man das Cover aufklappt, ist da ja auch der Tiger auf Michaels Bein. Und diese Funko Pop Figur, die liegt hier auch und hat auch den kleinen Tiger auf seinem Bein. Also das ist wirklich richtig gut gemacht. Guck hier auch mal rein. Ja, da haben wir es. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob auch die restlichen Alben noch folgen werden, ob es auch solche Funko-Pop-Figuren vom Dangerous-Album geben wird. Off the Wall würde sich anbieten. Beim Dangerous-Album wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das umsetzen könnte in so einer Figur. Ja, sind wir mal gespannt, ob da noch mehr kommt. Da sind wir auch schon wieder am Ende. Ich bin euer MJ Update Harry. Das war die 14. Folge.
Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.